Alrighty, dann suchen wir den Dude mal. Halt! So. Ich würde sagen, erinnert ihr euch hier an hier, aber wir waren ja nie hier, also zumindest nicht in den Let's Plays. Teil 1 habe ich ja nicht. Na, hier ist einiges passiert. War nicht in dem Garten hier der Endkampf gegen Al-Mualim? Ne? Ja, krass. Der Assassine darf dieses Buch nicht in die Finger bekommen. Sobald wir Leandros erreichen, werden wir ihn aus dem Dorf heraus eskortieren. Ihr bleibt zurück und sorgt dafür, dass wir nicht verfolgt werden. Bleib schon da. Lass mal die Map nochmal angucken. Das ist eine coole Map. Also ich finde es cool, dass da nicht nur so eingezeichnete Gebäude sind, sondern dass man tatsächlich die echten Gebäude von oben sozusagen sieht. Das finde ich cool. Den Bastard müssen wir kriegen! So. Am Anfang ist das Looten immer ganz wichtig. Ich hätte eigentlich mega Bock, den ersten Teil nochmal zu spielen, aber vielleicht mit einer verbesserten Steuerung oder so. Also praktisch eine Art Remake vom ersten Teil würde ich nochmal spielen wollen. Ezios Fallschirm benutzen, um das Dorf zu erreichen. Nach vorne springen und beim Sturz drücken. What the fuck?
Ist hier drunten? Die Templer sammeln sich. Okay, dann verfolgen wir die Dudes mal. Gesundheit. Wie können die bei dem Wetter so luftig rumlaufen? Niemand darf gehen, bevor der Assassine tot ist. Habt ihr verstanden? Signum Kiri Lochaye. Anscheinend hat er uns gefunden. Bamme! Bamme! Okay. Hölle!
Nimm dies! Stirb, Bastard! Wie die Leute immer so. Diese höfliche alte Sprache immer. Anstatt nimm das, halt nimm dies! Haltet ihn! Autsch. Die Straße keinen Moment aus den Augen, habt ihr mich verstanden? Niemand darf hier durch! Leandros! Da! So, so, seht, wer aus seinem Loch gekrochen kommt, um zu sterben. Er ist so gut wie tot. Erledigt ihn. Bringt mir seinen Kopf oder werft euch in die nächste Schlucht! Der Tempelhauptmann Leandros hat sie zum Sterben zurückgelassen. Finden und eliminieren sie ihn und beschaffen sie das Tagebuch. Mindestens 5 Wachen aus einem Heuhaufen heraus eliminieren. Das werden wir versuchen. Jetzt! Mal gucken, ob wir noch Medizin haben. So, also einmal die versteckte Klinge bitte und einmal die Wurfmesser bitte. Medizin haben wir keine. Früher war das einfacher. So, wir warten jetzt, bis er zurückkommt. Der hier dreht hier die Runde, kommt dann da vorbei. Der andere ist hier gerade hochgegangen. Noch so ein Söldner, denke ich. Ja.
Komm, komm. Wohin? Nakari. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Wäre voll cool, wenn man die Leute auto-looten würde. Wenn man sie in den Heuhaufen reinzerrt. Da ist noch ein Dude. Können wir jetzt hier irgendwie hinten rumschleichen? So. Komische Kleidung. Bestimmt ein Franzos. Bestimmt ein Franzos. Ob wir das mit den Heuhaufen hinkriegen, weiß ich nicht. Noch eine Seele, die ins Jenseits geschickt wurde. Warte, das Sultan. Was ist hier passiert? Ich dachte, ich würde ihn erwischen, weil ich ihn anvisiert hatte. Das war schon der dritte. Zwei müssen wir noch schaffen. Gott erbarme dich. Ich muss hier verschwinden. Gnade! Gnade! Ich hab nichts getan! Gnade! Gnade! Ich hab nichts getan! Selbst als unschuldiger Zuschauer! Kann es sein, dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet?
Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwertern? Genau da lag Ezio. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich und nicht für dich. Tötet das Schwein, bringt ihn um! Stirb! Ich hab ihn, hier drüben! Medizin. Das ist schon besser. Templer Hauptmann Leandros erreichen. So, jetzt muss ich aber mal gucken, ob es hier noch irgendwo Heuhaufen gibt, wo ich dann noch zwei Dudes eliminieren kann. Da hinten. Hier nicht. Dann holen wir uns den so. Da hinten. Und zwar von da oben. Können wir vielleicht reinspringen, ohne dass wir bemerkt werden. Einer würde noch fehlen. Puh.